So, das sind die Burgunder, mit denen wollen wir nicht reden. Wir wollen mit den anderen hier reden. Wir können nicht weiter. Ja, nicht mehr so viel Geld. Der Tod geht um in Konstantinopel um Hannius der Geizige. Ich hoffe, er überlebt. Ach, 19, das investieren wir auch noch. Ist wieder fortschrittlich. Neues Familienmitglied. Also Tarsus, einmal Mauer aus. Boah, ist das teuer. Wir investieren nicht hier in der Mauer, das wäre zu viel. In Hatra könnten wir... Es bringt halt Zufriedenheit noch mit rein, glaube ich. Wohl da nicht wirklich. Bevor wir in der Mauer investieren, bauen wir erstmal andere Dinge. Hatra hat ja manchmal Probleme hier gehabt. Ich würde hier in eine Einsiedlerei investieren. Herr, bereitet euch auf die Schlacht vor. Ja, wir belagern, solange wir können. Vielleicht geben sie dann einfach so auf. Wir haben die Zeit hier. Es geht. So, Thessaloniker. Kavallerie wird ausgebildet. Ephesus geht noch. Waffenstillstand. Langobarden und Franken. Die Franken waren ungefähr... Warte, wo waren die? Das sind die Alemannen? Die Franken sind direkt nebenan. Da passiert irgendwas. Die schließen sich scheinbar hier zusammen. Hm. Also die Langobarden sind schon mit den Burgundern zusammen. Es gefällt mir nicht. Vielleicht sollten wir mit den Roxolanern Kontakt aufnehmen. Schauen wir mal, ob wir da was machen können. Euer Ehren, wir folgen mal hier der Straße. Da ist eine Armee irgendwohin unterwegs. Ich würde mal die Kavallerie rausschicken. So, ein paar mehr. Wir müssen mal schauen, was die vorhaben. Marschieren! So, hier am Gebirge, da sollte es gut sein. Spione, ja, wir brauchen mal Informationen. Hierüber, was geht hier vor sich? Weiter geht es nicht, Herr. Meine schönen Truppen. Wie lange halten wir hier noch durch? 7 Runden. War nicht langsam genug. Ich glaube, die bauen immer noch. Hm. Okay, da kommen große Vandalen. Truppen. Die wollen wieder Protektorat anbieten, nicht wahr? Ja, vergisst es. Und es geht los. Sirmium. Das wird nicht leicht. Nepo? Du musst die Stadt verteidigen, die Luca halten konnte. Zweimal. Uff, ich hoffe, er schafft das. Sie greifen von drei Seiten an, na super. Das Problem ist, sind die Belagerungstürme. Die
zerschreit dann unsere Einheiten auf den Mauern. Sie greifen auch von der Seite an. Und von der Seite. Ja. Es wäre schlau, wenn wir unsere Bogenschützen hier packen können. Bewegung. Und den Rambock hier zerstören. Marschiert. Das wäre sehr gut. So, diese drei müssen den Rambock zerstören. Das ist wichtig, dann ziehen die sich zurück. Die müssen dann, die Truppen hier müssen den längeren Weg hier rüber gehen. Wenn wir hier den Turm ausschalten könnten, aber Türme brauchen ewig, bis sie anfangen zu brennen. Viel zu lange. Vielleicht können wir den Turm von hier unten ausschalten. Wir müssen die Leute noch einen längeren Weg gehen. Ist unsicher. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich würde die Truppen hier lassen. Die schießen dann auf den Turm. Wir brauchen noch zwei Einheiten, die dann nach oben gehen und das hier verteidigen. So, die Hauptstreitkraft ist hier. Die haben noch Tunnel. Oh Gott. Die werden hier durchbrechen. Ich kann das nicht halten. Unmöglich. Ja, wir werden nicht dort hinten verteidigen. Wir werden... Hier im Siegestor wäre edel. Die andere Straße führt sehr weit. Okay, führt er nicht nur dorthin. Der Hauptplatz ist nicht hier, der ist da hinten. Es gibt einen Hauptzugang. Dann verteidigen wir uns hier. So, kein freies Feuer. Ihr feuert nur auf den Rambock. So, und ihr müsst hier warten, bis der Belagerungsturm herkommt. So, hoffen wir mal, dass er anfängt zu brennen, bevor er herkommt. Der Belagerungsturm kommt. Ich hoffe, der brennt auch, bevor er herkommt. Ja, perfekt. Dann Feuer einstellen. Das war's. Bogenschützen zurück. Ihr müsst zum Hauptplatz. Sie haben es geschafft. Das ist super. So, der Turm kommt genau an die richtige Stelle. Ein freies Feuer. Könnt ihr den jetzt schon treffen? Okay, dann zieht euch ein bisschen weiter zurück, damit ihr darüber feuern könnt. Oh Gott. Hier rüber. Macht euch platt. Oh Gott. Au, 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 au. Rennt! Das hat richtig reingehauen. Ich weiß nicht, ob ihr die den sehen könnt. Die Belagerungstürme des Feindes sind an den Mauern. Bereitet euch auf einen harten Kampf vor. Jetzt können sie rüber. Ihr könnt hoch und müsst das hier verteidigen. Unbedingt. So, feuert auf den Turm. Muss brennen. So, eine Truppe darüber. Die andere hier rüber. Oh, okay, perfekt. Sehr gut. Bogenschützen, das war's.
Feuer einstellen, rein zum Hauptplatz. Sehr gut, es läuft gut, es läuft gut. Sie die armen Truppen jetzt da oben. Zieht euch. Okay, können wir nicht. Haut sie einfach weg. Nicht schießen, einfach reinhauen. Position halten, einfach rein. So, die andere Seite wird schwieriger. Die Truppen jetzt da draußen müssen jetzt einen längeren Weg gehen. Weil das hier werden wir halt nicht halten können. Oh, die haben den Rambock verloren. Super. Und die haben noch einen Belagerungsturm verloren. Der andere ist aber an der Mauer. Ja, und die sind schon unten. So, habt ihr es? Sie haben es. Achtet auf die innere Verteidigung. Die Mauern sind gefallen und die Götter haben uns verlassen. Ja, komm, runter mit euch. So, dann müssen wir die jetzt alle hier begrüßen. Wir wissen ja schon, welche Straße sie kommen. Das wird nicht schön. Ja, die sind schon drin. Legionäre! Ein Angriff! Scheinbar nehmen sie die Straße hier rüber und treffen uns dann direkt hier. Okay, nicht schlecht. Wir schicken unsere Speerträger nach vorne. Hier, die dürfen nicht durch die Straße durch. Dahinter die späheren Truppen. Der Rest ist hier die Reserve, die wartet hier dahinter. Unsere Feinde sind gerissen. Sie kämpfen nicht wie Männer, sondern wie Maulwürfe, die unsere Mauern untergraben. Okay, damit hätten wir das schon mal. Die Truppen bleiben hier. Verteidigen uns von der Seite aus. General wird hier stehen, damit er den Leuten Mut spendet. Ja. So, und jeder, der es wagt, hier die Straße zu treten, wird einfach weggeschossen. Achso, das ist unsere letzte Verteidigung. Mehr können wir halt nicht machen. Ich hoffe, die Müdigkeit, die die Leute haben werden, oder das Problem, das wir zu lange brauchen, wird einfach unser Vorteil sein. Und dass unsere Türme hier halt die ganze Zeit feuern, die ein bisschen wegholen. Ich hoffe, das reicht. Was sind das eigentlich für Truppen hier? Sehen wir nicht mal.
Also wir feuern bis ungefähr den Anfang der Straße. Genauso wie die. Perfekt. Okay, dann warten wir mal. Also, die zwei sind auch hier. Können wir hier aufstellen. Die Mauern stürzen ein! Der Feind hat sie untergraben. Und da kommen sie, ganz schön viele Truppen. Hoffen wir auf das Beste. General! Kommt zurück, ihr Feiglinge! Bogenschützen! Hier stellt euch mal ein bisschen besser hin. Okay, das ist nicht besser. Okay, das sind Komikatensis. Ich sage immer Komika, das sind Komitatensis. Und da rennen sie. Kommt schon. Pfeilhagel. Sieht gut aus. Wir schicken sogar Bogenschützen rein. Ich glaube, mehr als Kugelpfand. Wir müssen nur den Hauptansturm abwehren. Kriegen wir das hin? So, das sind jetzt sarmatische Hilfstruppen. Das hilft auch nicht. Okay, ich glaube, wir können die Stadt verteidigen. Das sieht sehr gut aus. Ich bin fast versucht, unseren General reinzuschicken, damit er hier ein bisschen aufräumt. Aber die Truppe hier macht mir Angst, die Föderati Kavallerie. Wir können den General... Tch, Lementai. Nicht meine richtige Rüstung. Wir schicken unseren General rein. Feuer einstellen, General bereit machen. Er wird ein bisschen aufräumen. Die Bogenschützen könnten doch auf die feuern. Auf die Föderati. Aber das war's dann auch. Sieht gut aus. Außer da haben wir ein Problem. Da kommen welche von der Seite. Interessant. Warte mal, hier bereit. So, Bogenschützen schießt auf die Föderati. Stopp! Nicht bewegen, einfach feuern. So, Angriff, das war's. Gefahr einstellen. Der General räumt jetzt hier auf.
Da kommt der feindliche General. Okay, interessant. Schicken die noch rein? Komitatensis. Meine Güte. Nachdem sollten wir uns wieder zurückziehen. Die Bogenschützen schießen dann wieder frei. Okay, zurück mit euch. Die wollt mit Speeren werfen. Wenn der General da ist, dann ist die natürlich mutiger, die Einheit da vorne. Der Boss ja zuschaut. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Okay, das ist gut. Die fliehen auch. General, misch da mal auf. Das ist ein Schwerträger, die kriegst du hin. Okay, Komitatensis, dann schicken wir mal. Ach, die fliehen auch. Sehr gut. So, das sind jetzt Truppen, die können nicht mehr schießen, die gehen zurück. Okay, wir haben die Stadt erfolgreich verteidigt. Das ist gut, das ist sehr gut. Also, ihr zieht euch weiter zurück. Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, ja, die vor unseren Männern davonlaufen. General, schnapp dir alle, die du kannst. Damit die Feinde nicht nochmal erscheinen hier. Ja, die Kavallerie ist egal. Schnapp dir die Infanterie. Die ist langsam. So, haben wir dann noch irgendwann eine Einheit? Das ist eine Kavallerie, oder? Nee, Infanterie.
Mehr kriegen wir nicht. Aber die Einheit will ich noch haben. Gut, das hat Nepo gut hinbekommen. Die Türmer schießen auch noch auf die Einheit. Ach, das ist deren Tor. Na super. Gut, das war's. Schlacht verlassen. Wir haben gewonnen. Der Feind ist völlig am Boden. Ein vernichtender Sieg, der eines großen Generals würdig ist. In der Tat, Nepo ist der neue Held von Sirmium, der Zweite. Er hat's geschafft. Und zwar gegen mir. Sehr viele Gegner. Wer hat den meisten Schaden zugefügt? Eigentlich wäre es so eine Mischung. So, schon wieder ein Aufstand hier. Wir könnten Aquädukt bauen, ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Besser, wir versuchen es, bevor irgendwas passiert. Und wir sollten ein paar Infanterieeinheiten noch ausbilden, damit die hier unter Kontrolle bleiben. Zwei weitere. Oder drei, die sind ganz schön wütend hier. Eine Feindarmee vertrieben. Nepo hat es geschafft. Er hat zwei komplette Armeen vertrieben. Zu Diensten. Geheimhaltung ist garantiert. In er ist gut. Nepo ist gut. Oh Gott. Fest, Herr. Und ein Bericht, wir machen nicht mehr so viele Gewinne. Der Tod geht um in Konstantinopel, das ist klar. Kostet leider. Fortschrittlich. Ihr merkt es an der Seite. Gefolge vergrößert sich. Nepo. Ja, viel hat er nicht bekommen. Er hat einfach einen weiteren Kommandostab bekommen. Er weiß, wie man Befehle schreit. Diese erfolgen jedoch selten rechtzeitig. Noch sind sie relevant. Ja, er kommt aber noch dahinter. Er ist zwar etwas alt. Aber er kriegt das schon noch hin. Jetzt müssen wir nur irgendwie Einheiten mit ihm zusammenführen. Damit wir nicht so viele Einheiten fortbilden müssen. Ja, dass eine Bogenschützeneinheit verschwindet, ist nicht schlimm. Wir wollen sowieso die östlichen eher. So, sieht da schon besser aus. So, und da die östlichen Bogenschützen so gut waren, würde ich sogar noch zwei ausbilden. Hier bauen hätte ich gerne. Was will ich bauen? Schmied wäre nicht schlecht, damit unsere Einheiten noch stärker werden. Ja, die Kavallerie. Das sind zu viele dort. Wir schicken die Kavallerie mal wieder zurück. Die kriegen das da oben schon hin. Da bin ich sicher. Erhöhen lieber hier die Steuern. Was haben wir das? Rebellenflotte. Es darf auch nicht sein. Die müssen weg. Bereit zum Kampf! Wir können jetzt nicht weiter! So, Kydonia. Funktioniert. Im Baubericht. Hafen in Petra. Sehr gut. Können sogar die Steuern erhöhen. Da kommen Pflasterstraßen. Kanalisation, meine Güte. 800 ist nicht teuer. Und Hippodrom ist fertig. Wo waren das? Die sind immer noch wütend hier. Ich habe die Steuern schon gesenkt. Von Hatra können wir keine Leute schicken. General. Ich glaube, warte, wir holen uns mal ein paar Söldner. Die zum Beispiel. Unbedingt, nicht unbedingt besser. Warum sind die hier so wütend? Wegen dem Glauben, nicht wahr? Das ist ein Tempel, das sorgt für Unruhe hier.
Ja, okay, wir müssen das irgendwie unter Kontrolle bekommen und dann müssen wir das abreißen. Imperator? General? Imperator? Ich schick mal die Kavallerie weg, weil die ist ja fast weg. 15er, die 11er und die 15er, die kommen weg. Wir schicken mal Verstärkung, 4 Truppen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist klar. Konstantinopel, können wir die Steuern erhöhen? Ja. Atra. Nope. Dumata? Auch nicht. Gut, die anderen können wir fortbilden, das reicht schon. Herr. Der kann weiterlaufen, das ist kein Problem. Rekrutierung, weiteres Schiff ist hier. Hab auch weggeschickt. Als in den Opel. Ein paar Einheiten fortgebildet, klar. Krieg erklärt, alle Mann mit den Vandalen. Nicht gut. Mit den Vandalen sind wir verbündet. Zu Diensten. Unterwegs. Ich hoffe, die Sarmaten wollen nicht die Stadt von den Vandalen erobern. Wir brauchen einen Spion im Süden. Ja, ich schicke mal den Spion hier rüber und den nach Süden. Der muss schauen, was die Hunden machen. Wir brauchen einen weiteren Spion eigentlich. Würde ich sogar ausbilden. Die Kavallerie kann mal da bleiben. Dann bekommen wir ein bisschen mehr Geld. Ist nicht schlecht. Das ist gut. So. Ephesus, da haben wir noch das hier drinnen. Danach würde ich eine Akademie bauen.